Jo Leute, und damit willkommen zurück zu Banjo-Kazooie. Was ich mir jetzt mal überlegt habe, ist, dass ich, weil ich in den Statistiken gesehen habe, dass mir bei den ersten noch eine Honigfarbe gefehlt hat, dass ich mir die noch besorgen werde jetzt. Ja. Ich glaube, das war auch das Einzige, was da gefehlt hat. Und das Reich finden wir eh noch Puzzleteile, das ist normal. Man muss mounten. Treasure Trove, Grove, blablabla. Das war ja das Startgebiet, wo wir die alle erlernt haben, die Dinger. Würde ich das mal sagen. Fuck. Natürlich doch. Und ich renne da voll rein. Nein. Fuck. Autsch. Schnell. Die Stiefel, die müssen wir uns ja eh noch holen. Können wir eh noch nicht benutzen. Wollen wir das erstmal erlernen müssen? Das wäre im nächsten Level. Aber ich würde sagen, ich mache das erstmal. Wenn wir den Fisch da kaputt kriegen, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, wir verrecken dann eher. Hallo. Außer? Ach, oder so. Ah. Okay. War ja einfach. Und ich dachte beim letzten Mal, das geht nicht. So, heißt das erstmal rausrennen. Ups. Falscher Knopf. Ich dachte Mario und dann, ui, aber der macht ja nur das hier. Voll falsch. Wofür sind die Augen hier eigentlich? Ah, okay. Ach, ein Puzzleteil. Okay, cool. Einfach mal ausprobieren. Vier Puzzleteile haben wir jetzt in dem Reich. Dauert aber noch, bis wir noch mehr haben. Die eine Honigwabe, die letzte. Boah, das wird ja was. Ich keine Ahnung habe, wo die ist. Rutschen! Eigentlich hätte ich schon ganz weit so rennen können, weil das schneller geht. Hier, Spiralberg. Aber wo kann hier denn die Honigwabe sein? Da ist sie. Cool. Haben wir sie schon gefunden. Ging ja schneller als erwartet. Hui, da haben wir sie. Und wir kriegen noch mehr Honigplätze. Yay. Hallo. Hallo. Oh fuck, ich roll immer vorbei. Geh doch. Ja, damit. Ey, meins. Tschüss, Zwiebel. Ach, egal, komm. Bis ich die gekriegt habe, sind auch schon 15 Minuten um. Gefühlt. Kann nichts sehen. Jo, dann heißt das den ganzen Weg wieder hinrennen. Aber dafür haben wir die. Ist doch gut. Haben wir das nämlich auch. Statistiken. Ja. Haben wir. Und dann konnte das Reich, müssen wir die anderen noch finden. Die Puzzleteile. Das wird nackt, das alles zu finden. Da werde ich einmal, dass wir das nämlich haben, speichern. Quick Save. Es ist besser, als immer wieder neu zu machen. Immer wieder speichern und dann wieder weniger Leben zu haben, vor allem. So. Und jetzt den ganzen Weg wieder hinrennen. Zum Sumpflevel. Ah.
Da ging es ja eh noch nicht weiter. Oder ging es überhaupt nicht weiter, er gesagt. Weil da ja nur der Kessel war. Der Schnellreisekessel. Ui. Müssen auch die Gummistiefel haben, um überhaupt da hinten weiterzukommen. Hallo. Tschüss. Vor allem, wie die immer wieder da sind. Ui. Ui. Voll reingesprungen. Ja. Hallo. Na, wie ist das, wenn ich mit ihnen lang laufe? Ui, ui. Autsch. Na gut. Dann würde ich sagen, noch einmal kurz speichern und ab in das Level rein. Bubble Cloud Sumpf. Jo. Dann sind die Gummistiefel, die wir noch nicht kriegen. Da haben wir das. Hat auch schon noch einen neuen Move. Du schlafmütziger Vogel. Ja, ist klar. So. Aber nee, bringt nichts, aber egal. Was ist das? Hallo? Was ist denn das? Hey. Bringt ja nichts. Bringt ja überhaupt nichts. Okay. Naja. Wollen wir mal hier hochklettern, gucken, was hier ist. Federn. Hui. Und wir haben genug Federn. Ist denn hier was? Okay, habe ich gerade nicht gesehen. Muss ich den da reinloggen? Hallo. Ah, Frosch. Ein Frosch. Ein Frosch. Hallo, Frosch. Hallo, Frosch. Aha, war ich nicht. Ah, guck mal. Wie kriegen wir den wahrscheinlich jetzt? Das sind Gummistiefel. Das Hündchen auf deinen Rücken kann sie anziehen. Und für eine kurze Zeit schade durch den Sumpf marschieren. Okay, Kazuhil. Lass uns diese Gummistiefel ausprobieren. Wunderbar, jetzt kennt ihr alle neuen Moves in dieses Sumpfes. Ist ja viel. Komm, jetzt mal einsammeln, weil wir die brauchen. Wobei ich schon wieder voll vergessen habe, wie man die einsetzt. Will ich jetzt aber nicht testen. Toll. Ecker Bocker. Ja, aber man weiß auch gar nicht, wie lange die Zeit läuft, ne? Ist doch blöd. Ja. Hallo. Tinju. Du bist also Tinju. Oink, oink. Das hört sich an. Wo ist sie eigentlich? Sagst du, ist gleich weg? Ah, guck mal, Eier. Ui. Bam. Ach, noch nicht mal gekriegt. Jetzt aber. Noch eine Feder, eine goldene. Wir haben beim letzten Mal schon so viel Verbrauch gehabt. So. Was ist das denn? Aha. Ach, mit Zeit. Ey, wie war das klar gerade? Wo ist denn das Puzzleteil? Da hinten? Okay. Das Problem ist, ich schaffe das nicht wieder runterzufallen. Komm, wir müssen schneller werden. Ah.
Nein. Ich sag's ja. Wow. Raus hier. Fuck. Mann, war das gemein. Ach so, so kann ich gleich wieder aktivieren. Was die für Monster gerade sind. Ui. Diese Steuerung voll. Wow, fuck. Früher fand man das nicht so schlimm als wie jetzt. Finde ich. Weil man das noch nicht anders kannte mit den Steuerungen. Geschafft. Dip, dip, dip. Aha. Und ist wieder vorsichtig zurück. So. Weil irgendwie war das klar. Was ist das hier eigentlich? Kann hier aber drauf stehen. Mehr auch nicht. Okay. Igitt, ein haariger Eindringling. Er will an unseren Gold. Er wird uns nie besiegen, Quark. Wow. Ja. Mach doch mal so schnell gleich. Bam. Ja. Bam. Wie oft muss ich die Viecher eigentlich treffen? Bam. Fuck. Geht das so nicht? Ah, doch. Ja. Komm doch noch mal mehr. Ja, noch mehr. Fuck. Ist das gemein. Nein, lass mich. Wollte ich gerade. So, kommt. Bam. Schon wieder einer weg. Bam. Fuck. Er hat mich gekriegt gerade. Bam. Fuck. Das ist blöd. Ja, das ist blöd. Nein, lass mich, lass mich. Bam. Jo, ist gleich beide. Scheint wohl der letzte zu sein, ne? Ja, vor allem wie schnell der denn vorne hebt. Komm. Geschafft. Quark, ihr seid zu stark. Für uns, Flippets. Nehmt unser Gold, Quark. Ja, ein Puzzleteil war ja irgendwie klar. Das neue Teil. Pfui, Dive, die Level sind ja gemein. Oh, guck mal, da ist eine Feder. Fuck. Ja, ist klar. Ich spring da auch noch direkt ein. Ich bin so ein Trottel. Zum Glück sind die Level nicht mit Zeit. Guck mal, da ist ein Kroko. Kroko-Dog. Nein. Ey, hier geblieben. Das packt da oben in der Wand dran. Ach ja. Dillalip, dillalip. Vor allem, wir sind auch ganz schön weit gekommen in den Level, ne? Wenn wir noch irgendwann anfangen. Ist gar nichts, da war doch irgendwas. Oder auch nicht. Wahrscheinlich auch nicht. Wow, das war kinderbebend. Ich hab Bock. Okay, das ist ein Haus. Aha. Das ist die Schildkröte. So, vorsichtig. Vorsichtig. Ganz vorsichtig. Ich will ja alle Noten haben. Plasch, plasch, blablabla. Yay. Ichito. Heißen die doch auch alle. Sehr langweilig. Von da bis dahin über mit den Gummistiefeln rumrennen? Naja, schafft man wahrscheinlich auch. Guck mal, da sind die. Ach, da sind noch mehr Gummistiefel deswegen. Ja, vor allem, die Frösche kommen instant auch angesprungen.
Bam. Ja, du treff mich auch nochmal. Sackgesicht. Oder Froschgesicht.